Herzlich willkommen zu einer neuen Ausgabe des Dialog Digital. Diesmal habe ich Gösta Beutin bei mir zu Gast. Der kommt aus dem hohen Norden der Republik, ist unser klimapolitischer Sprecher und hat sich schon als Jugendlicher mit Umwelt- und Klimathemen beschäftigt. Heute wollen wir über ein Thema reden, das im Prinzip die Verheiratung unserer beiden Schwerpunktthemen ist, nämlich meins die Digitalisierung und seins Klimakrise und Nachhaltigkeit. Und haben wir ja gerade 2020 theoretisch gute Nachrichten gehört, nämlich Deutschland hat überraschenderweise doch die Klimaziele eingehalten. Damit hat ja schon gar keiner mehr gerechnet. Aber das war natürlich nur wegen der Pandemie passiert, weil es da vorübergehend zumindest einen Einfall gab beim Verkehr. Mehr Leute Homeoffice gearbeitet haben und es gab natürlich auch mehr Aufmerksamkeit für das Thema digitales Arbeiten, aus der Ferne irgendwelche Dinge tun, was ja auch damit einhergeht, dass man zum Beispiel weniger hin und her pendelt. Also wir wollen jetzt bei diesem Gespräch uns mal drüber unterhalten, was haben diese beiden Themen eigentlich miteinander zu tun? Wie kann Digitalisierung, von der man genau weiß, dass sie Teil des Problems ist, wie kann sie vielleicht auch Teil der Lösung sein? Und wollen mal gucken, wie man diese beiden Megatrends gemeinsam betrachten kann. Ich würde gerne mal anfangen mit dem Aspekt Digitalisierung als Teil des Problems. Es ist ja bekannt, dass Digitalisierung einen sehr hohen Anteil auch hat am CO2-Ausstoß, der ja die Klimakrise auslöst. Und zum Beispiel IT-Infrastruktur für mehr CO2-Ausstoß verantwortlich als die komplette globale zivile Luftfahrt. Also wir reden da schon von sehr ordentlichen Dimensionen und wenn das Internet ein Land wäre, dann wäre es nach China und den USA auf Platz 3. Also da sieht man mal so ein bisschen, was für immense Anteile das sind. Wenn man sich digitale Geräte, Infrastruktur, Rechenzentren anguckt, ich komme jetzt mal mit ein paar Zahlen, dass man das besser sich vorstellen kann, die machen 10% des weltweiten Stromverbrauchs aus. Bei Bitcoins hört man das ja auch öfter mal, dass das auch schon einem ganzen Land entspricht am Stromverbrauch. Im Emissionsranking wäre das Internet wie Deutschland auf Platz 6 und zwar mit 800 Millionen Tonnen CO2. Das ist also eine wirklich große Hausnummer und der Energieverbrauch steigt leider. Wir sind ja eine digitale Gesellschaft, in der immer mehr digitalisiert wird. Das heißt aber auch, dass immer mehr CO2 durch Digitalisierung auch verursacht wird. Es gibt inzwischen mehr Computerchips, die in irgendwelchen Dingen drin sind, in Autos, in Toastern, in intelligenten Kühlschränken, wo auch immer. Viel, viel mehr als in Computern stecken. Auch das ist vielen Menschen gar nicht so bewusst. Der Datenverkehr selber ist auch ein sehr großer Verursacher. Wenn wir uns zum Beispiel mal Frankfurt angucken, da gibt es ja den DZIX, einen der weltweit größten Internetknoten, der verbraucht ein Fünftel des städtischen Energiebedarfs von Frankfurt am Main. Ist jetzt nicht gerade eine Kleinstadt. Das ist schon echt viel. Da sind also ein Haufen Serverfarmen am Start, um den Internetverkehr von A nach B zu transportieren. Und Rechenzentren produzieren als Abfall so viel Wärme, dass das inzwischen in Frankfurt am Main schon das Mikroklima im Westteil der Stadt beeinflusst, einfach durch die abgestrahlte Wärme. Das ist in Hitzesommern bestimmt nicht so angenehm, aber auch die Kühlung zum Beispiel kostet enorm viel Energie. Dann haben wir aber auch private Nutzung, jetzt in der Pandemie noch mal stärker geworden. Die Leute streamen ohne Ende. Ja, früher hat man sich so eine Vinylplatte irgendwo hingelegt, heute streamt man sich live im Internet. Man hat ständig irgendwo Autoplay an, das heißt, es setzt sich dann auch immer von selber fort. Am besten noch mit irgendwelchen hochauflösenden Videos auf Monster-Screens, was dann noch mal extra viel Energie verbraucht. Ein Einfluss hat aber auch die Art und Weise, wie die Daten von A nach B transportiert werden. Das ist vielen Menschen gar nicht so bewusst, wie riesig die Unterschiede sind im Vergleich zu, ich habe einen Glasfaseranschluss, da ist der Energieverbrauch im Vergleich sehr niedrig, dann kommt quasi als nächstes WLAN und dahinter, recht abgeschlagen, kommt die mobile Nutzung. Es macht also einen riesen Unterschied, ob ich ein Gerät zu Hause zum Streamen von Videos benutze, das einen Glasfaseranschluss hat, oder ob ich mir auf dem Handy oder iPad irgendwo mit Mobildaten, selbst wenn es eine Flatrate ist, ja, diese Filmchen angucke. Und bei Mobilfunkdaten muss man nochmal sagen, es gibt ja viele, die 5G ganz schrecklich finden, aber 5G hat den allerkleinsten CO2-Fußabdruck. Und wenn man also
5G verwendet. Selbst 4G ist der CO2-Ausstoß viel, viel kleiner, der dadurch verursacht wird, als wenn man zum Beispiel 3G nimmt. Also, dass man das auch mal ein bisschen mitdenkt, ist vielleicht keine schlechte Idee. Jetzt in der Corona-Pandemie, ich habe es am Anfang schon gesagt, dass dann noch mehr Digitalisierung stattgefunden hat und natürlich auch dadurch mehr CO2-Ausstoß. Also wir haben da verschiedene Effekte. Ja, einerseits weniger Verkehr, andererseits sind Streaming-Dienste und Social-Media-Nutzung sind um 100% hochgegangen, also quasi verdoppelt, in Spitzenzeiten sogar versechsfacht, wenn dann alle im Prinzip nur noch zu Hause waren und nichts draußen mehr machen konnten. Also auch Freizeit hat sich deutlich verändert. Die Frage ist jetzt, wie kann man denn diese vielen negativen Wirkungen von Digitalisierung verringern? Also wie kann man das Problem der Digitalisierung kleiner machen? Naja, vielleicht muss man erstmal damit ansetzen. Ich fand das ganz gut, dass du es mit der Corona-Krise nochmal ins Spiel gebracht hast. Wir haben den gleichen Effekt gehabt in der Finanz- und Wirtschaftskrise vor 11 oder 12 Jahren. Da sind die CO2-Emissionen drastisch runtergegangen und danach gab es dann so einen nachholenden Effekt. Und das ist auch jetzt die große Gefahr. Und die Frage ist, wie schaffen wir es, den Verbrauch auf dieses Level dann auch runterzubringen? Gibt es ja die unterschiedlichsten Ansätze dafür. Beispielsweise habe ich nochmal nachgeschaut, in Privathaushalten ist mittlerweile Kommunikation, Internet, nimmt 27% des Stromverbrauchs bei Privathaushalten ein. Das heißt, es ist der größte Verbrauch vor allen anderen Sachen wie Beleuchtung und Ähnlichem. Und da sieht man, da muss man schon da ansetzen und auch schauen, wie kann man das effizienter machen. Und die alles entscheidende Frage, aber vor der wir stehen, ist, wie können wir die erneuerbaren Energien so ausbauen, dass man halt auch Strom aus erneuerbaren Energien dort benutzt. Und das ist der Dreh- und Angelpunkt. Das ist insgesamt der Dreh- und Angelpunkt, wenn wir über die Energiewende reden. Und da passiert halt viel zu wenig, weil das an allen Ecken und Enden gerade gebremst wird. Und dabei wäre es so, dass eigentlich Digitalisierung ja auch in der Energiewende einen Beitrag leisten könnte, um eine dezentrale Energiewende voranzubringen. Da werden wir ja sicher auch gleich noch zu reden. Und ich glaube, das ist das ganz Zentrale. Und dann die Frage, wie man intelligent dann auch die negativen Effekte der Digitalisierung verknüpft mit positiven Effekten im Zuge der Energiewende. Das heißt, wie kann ich die Abwärme von Serverzentren nutzen, beispielsweise in der intelligenten Art von Kraft-Wärme-Kopplung beispielsweise oder für Gewächshäuser, um die sozusagen damit mit Wärme zu beliefern und Ähnlichem. Das heißt, das ist die punktuell, ne? Genau, die Ideen gibt's halt alle schon, die liegen auf dem Tisch, muss man halt nur wirklich vorantreiben, diese Sachen, und da braucht es viel mehr Investitionen, viel mehr Förderung, um das auch anzugehen. Weil ein Teil der Energie geht halt einfach weg. Und das muss man halt auffangen und muss man intelligent nutzen. Ich glaube ja sogar, dass man da also zwei verschiedene Sachen braucht. Nämlich einmal so eine Art Label, dass man auch die Energieeffizienz von elektronischen Geräten erkennen kann, die nicht Kühlschränke und Waschmaschinen sind. Da kennen wir das ja alle. Ja, warum kann ich das nicht auf Radios, auf Computern, auf Handys? Warum gibt es so ein A++-Label nicht überall. Und ich finde, dass man darüber hinaus mindestens bei den Rechenzentren auch Mindesteffizienzkriterien vorschreiben muss. Denn da sind die Bandbreiten bei Rechenzentren sind absolut monströs. Ja, es gibt welche, die sind total großartig. Die haben sehr, sehr intelligente auch Energienachnutzungssysteme. Die haben also einen Großteil des Energieverbrauchs wenigstens wirklich nur für die Daten und nicht für die Kühlung, was ja nicht der eigentliche Daseinszweck eines Rechenzentrums ist. Sondern die nutzen das irgendwie zum Beispiel für Wärme in der Stadt, in den Büroräumen, um Wasser zu wärmen, was auch immer, ja. Aber es gibt auch welche, die haben die Hälfte ihres Energieverbrauchs einfach nur geht in die Luft. Genau. Produziert Wärme, die nicht mal genutzt wird, und das darf man also ab einem bestimmten Level einfach nicht mehr hinnehmen. Ja. Also ich glaube, das ist auch eher der größere Anteil, bei dem das so ist, oder? Ja, das ist leider so. Würde ich annehmen. Also da liegt viel im Argen. Wir sind gerade bei einer Energiewende, die zum einen möglichst teuer ist und zum anderen möglichst ineffizient ist. Und da brauchst du halt ein dringendes Umsteuern, weil der Energiebedarf halt immer weiter steigt und wir überhaupt nicht mit dem Ökostrom dann nachkommen können. Also
erstens Ausbau der Erneuerbaren, aber auf der anderen Seite das. Und ein dritter Aspekt wäre vielleicht die Haltbarkeit auch von Geräten, die Reparierbarkeit auch von Geräten. Also wie viele Handys gibt es, wo es einen austauschbaren Akku gibt? Und wie lange wird so ein Handy genutzt? Ein Jahr oder so? Und dann kauft man sich das neueste Modell? Oder wie sieht das aus? Also ich praktiziere das nicht Jahre, so, aber... Weil es ja diese Zwei-Jahres-Verträge gibt und viele koppeln das, also haben so einen Vertrag, wo sie alle zwei Jahre ein neues Handy kaufen können oder kriegen, verbilligt oder geschenkt. Also geschenkt, man zahlt ja schon dafür mit dem Vertrag. Aber deswegen ist es tatsächlich sehr, sehr häufig so, dass die, die sich's leisten können, alle zwei Jahre ein neues Handy nehmen. Und ganz oft ist es auch so, dass es die Hersteller gar nicht längerfristig zum Beispiel Updates bereitstellen und dann irgendwann die Handys entweder dysfunktional werden oder unsicher werden, weil sie Sicherheitslücken haben, die nicht mehr gefixt werden. Weshalb wir ja auch schon in dieser Legislatur die ganze Zeit auch Mindest-Update-Pflichten fordern und quasi Mindesthaltbarkeitszeiten für elektronische Geräte, die eben bei Handys nicht bei 2 Jahren liegen sollten, sondern sagen wir mal bei 5 Jahren. Ja, da hatte ich Herrn Altmaier ja gefragt im Wirtschaftsausschuss und er hat gesagt, aber Herr Beutin, Sie mal mit Ihren Regeln und mit Ihren Gesetzen, wir vertrauen der deutschen Wirtschaft, dass sie das verantwortungsvoll dann regelt. Ja, klar. Der Markt regelt das, der regelt Bildungsgerechtigkeit. Genau. Und ja, genau, das klappt leider nicht. Tatsächlich ist es so, dass der Anteil am CO2-Ausstoß von den Geräten selber, also ich rede jetzt nicht vom Betrieb, sondern von der Herstellung der Geräte, der ist wirklich extrem hoch. Ja. Also die Zahlen, die man da hört, die sind eine gewisse Bandbreite. Das geht aber in diesen Angaben bis zu 70% soll quasi auf das Gerät entfallen, was natürlich damit zu tun hat, wie lange man es nutzt. Ja, wenn man es länger nutzt, wird der Anteil der Herstellung natürlich kleiner. Klar. Aber wenn man von diesem schnellen Wegwerfprozessen ausgeht, dann ist das tatsächlich so. Und da gab es mal einen Digitalgipfel der Bundesregierung, den gibt es ja einmal im Jahr. Da hat eine Kommissarin der Europäischen Union sich hingestellt und hat gesagt, wenn in Europa sämtliche BürgerInnen ihre Smartphones nur ein einziges Jahr länger nutzen würden, dann würde das an eingespartem CO2 so viel sein, wie wenn 1 Million Autos weniger durch Europa rumfahren. Nicht schlecht, ja. Das fand ich schon wirklich mega krass. Und jetzt sind wir als Linksfraktion keine Fans davon, Individuen die Schuld an der Klimakrise in die Schuhe zu schieben. Trotzdem kann aber jede und jeder für sich überlegen, was kann ich denn auch selber zum Beispiel in meinem Konsum machen? Wie kann ich mein Gerät länger nutzen? Wie kann ich zum Beispiel nicht Autoplay einstellen, wobei mir da wäre mir auch lieber, man würde regulieren, dass wie bei Datensparsamkeit die Voreinstellung auch immer, ist ja auch eine Frage der Datensparsamkeit, die Voreinstellung so ist, dass nie ein Autoplay von alleine angestellt ist. Ja. Da muss man auch nicht immer selber daran denken. Aber man kann zum Beispiel sich überlegen, Glasfaser habe ich ja schon angesprochen, lieber Glasfaser als Mobilfunk. Man kann überlegen, muss es so ein Screen sein oder geht es ein bisschen kleiner? Muss es die höchst auflösende Darstellung sein oder ist es gerade mal für die Nachrichten? Ja, aber was man da vielleicht nicht vergessen darf, ist, dass das alles ja darauf ausgerichtet ist. Also man kann zwar sagen und appellieren an einzelne Konsumentscheidungen, aber die gesamte Werbemaschinerie ist darauf ausgerichtet, dass es eben Wegwerfprodukte sind, dass man immer das neueste Modell haben muss, dann iPhone 8, iPhone X, iPhone, keine Ahnung, was es jetzt gerade als neuestes gibt. Und so ist es auch bei Screens. Dann hast du halt im HD, dann hast du Full HD, dann hast du Quattro, 8, keine Ahnung, wie viel Cars es mittlerweile gibt. Und immer besser wird es dann angeblich damit. Also real stellt man wahrscheinlich keinen Unterschied fest. Aber die gesamte Maschinerie, die gesamte Industrie ist ja darauf ausgelegt. Das heißt, wenn du da nicht einen grundlegenden Wandel hinbekommst, dann wird es auch schwer mit einer individuellen Konsumentscheidung, sondern ich glaube, man muss zentral da ansetzen, sonst wird das nichts. Ja, aber dann bist du bei System Change und Climate Change. Ja, eben, das ist also ja der Kern. Unser System ist halt auf Wachstum, Konsum und immer mehr Verbrauch ausgerichtet. Und das wiederum ist ja mit dem einen Planeten und auch der Vermögensverteilung und Ressourcenverteilung, wie wir sie haben, gar nicht möglich. Und da haben wir noch gar nicht davon gesprochen, wo eigentlich die Ressourcen herkommen, ja? Wo die Metalle herkommen, die seltenen Erden herkommen, unter welchen Umwelt- und Arbeitsbedingungen und von welchen Volljährigen oder Minderjährigen, die unter haarsträubenden Bedingungen
überhaupt extrahiert werden, nur dass wir alle 2 Jahre neue Handys haben können. Also auch das blendet man ja immer sehr gerne aus und ist natürlich auch nicht nur eine Frage der individuellen Entscheidung, sondern auch der politischen Rahmenbedingungen, zwar auf globaler Ebene. Genau, weil es politisch halt auch einfach so gewollt ist. Es soll ja keine Regulierung geben. Jetzt haben sie ein Lieferkettengesetz beschlossen und von den deutschen Unternehmen, ich glaube irgendwie 1,2, 1,3 Millionen deutsche Unternehmen, trifft es 600 Unternehmen, die davon überhaupt vom Lieferkettengesetz betroffen sind. Das wusste ich noch gar nicht. Das ist ja lächerlich. Richtig, genau, es ist eine lächerliche Zahl. Ja. Und das zweite, da kann ich sehr die aktuelle Folge der Anstalt empfehlen, können wir ja nachher auch in die Kommentare reinpacken. Das zweite ist, dass die Lieferkette 2 Glieder nur hat. Also das heißt, nur die unmittelbaren Zulieferer betrifft, die da kontrolliert werden. So what? Also ein Lieferkettengesetz, was keinerlei Aspekte hat, wo das irgendwie etwas bewirken kann. Das heißt, es ist ja auch so gewollt. Man will das möglichst billig haben und man will nicht hingucken, wie die Ausbeutung abläuft. Ja, wenn wir von den Geräten reden, du hast da schon einen Aspekt angesprochen, den ich besonders wichtig finde, den wir auch öfter schon auch offen gefordert haben, auch im Bundestag, steht auch im Wahlprogramm der Linken drin, das gerade in Reinform geschrieben wird, nämlich das Recht auf Reparatur. Es gibt einzelne rühmliche Ausnahmen, wie zum Beispiel das Fairphone, das einerseits versucht, also unter anständigen Bedingungen produzierte Teile zu verwenden, aber es will eben explizit kein Wegwerfgerät, sondern das ist super genial modular aufgebaut und selbst wenn sich Technik weiterentwickelt und sagen wir mal, eine Kamera einfach besser wird, dann kann ich halt das kleine Würfelchen-Modul, das die Kamera ist, rausnehmen, auch wenn es kaputt ist, ein anderes reinmachen und es passt genau in die gleiche Stelle und das Fairphone funktioniert wieder. Gibt es denn Untersuchungen dazu, ob das auch tatsächlich genutzt wird oder ob das nur ein Werbeaspekt ist? Also mein Mann hat es schon gemacht. Er hat Teile ausgetauscht und es hat funktioniert und er hat es auch schon, also er ist ja bei uns immer die Go-To-Person, wenn Leute technisch sich nicht so gut auskennen und macht dann so ein bisschen Verbraucherberatung. Auf diese Weise hat der ein oder andere Geflüchtete in unserem Ort jetzt auch ein Fairphone. Und da ist auch schon was kaputt gegangen und er hat die Dinger dann auch ausgetauscht. Also das funktioniert mit den Modulen, auch die Upgrades von einer alten Version auf eine neue, wo du dann eben nicht das ganze Handy austauschst, sondern wirklich nur die intelligenteste Komponente wird halt ausgetauscht und der Rest funktioniert ja noch. Also das geht schon gut, aber natürlich ist der Marktanteil des Fairphones sehr, sehr klein. Und ich glaube, auch das sollte man nicht als individuelle Entscheidung regeln lassen, sondern es muss ein Recht auf Reparatur auf europäischer Ebene geben. Da wird auch dran gearbeitet. Also das ist irgendwo in der Mache. Meine Sorge ist halt auch nur, dass am Ende sowas rauskommt wie beim Lieferkettengesetz, was halt nur so ein Right to Repair Light ist. Aber am Ende, also ist es absolut inakzeptabel, dass wir ständig so viel Elektroschrott wegwerfen, wenn die Produktion selber so unfassbar teuer ist und die Dinge eigentlich viel länger halten. Ja. Ja, aber es ist das Grundprinzip unserer Industrie und unserer Gesellschaft. Anders funktioniert es gerade nicht. Das heißt, wenn du da, wie du es gesagt hast, wenn man den System Change nicht hat, wenn man von diesem immerwährenden Wachstum nicht runterkommt und dem Drang sozusagen immer möglichst viel Profit rauszuschlagen, mit möglichst günstigem Einsatz, dann wird sich da nichts dran ändern. Und deswegen ist halt die Stellschraube, die wir als Linke da angehen, glaube ich, die zentrale. Interessant ist ja auch, was es so an Möglichkeiten für so eine Art von Kreislaufwirtschaft gibt. Also sagen wir mal zum Thema Batterien zum Beispiel wird schon lange diskutiert, wie man sich von E-Autos, da müssen Batterien einen sehr hohen Standard haben, den braucht man aber nicht überall, was man mit denen vielleicht noch so machen könnte. Ja, gibt es die spannendsten Ideen. Also wir haben uns in Schleswig-Holstein so ein, sag ich mal, so eine Energiegemeinde angeguckt. Also die haben 2 Windparks, Sprakebüll heißt das in Nordfriesland, führe ich immer ganz gerne an. Also 2 Windparks, ein Solarpark als Bürgerinnenenergie, also auch im Besitz der Gemeinde sozusagen, sodass sie da auch immer wieder was für die Schule finanzieren können, für einen Radweg und andere Sachen. Haben den größten Anteil an Elektromobilität in Deutschland, also per Kopf jedenfalls, haben Carsharing und die hatten mir erzählt, die hatten da das älteste Elektroauto, was sie da hatten, ist irgendwie über 10 Jahre alt
und nähert sich so langsam so einer Grenze von 80% Speicherkapazität, wo Sie sagen, ja, könnte man das mal dann austauschen, haben Sie gesagt, dann bauen Sie halt den Akku aus und packen Sie ihn als Zwischenspeicher in den Keller für die Solaranlage. Und das ist halt eine Perspektive. Also zum einen können E-Autos selbst Speicher sein, mit eben auch intelligent digitalisierten dezentralen System. Und zum anderen können die Batterien auch weiter genutzt werden. Ich weiß nicht, welche Stadt das ist, aber ich weiß, Österreich, Schweiz, irgendwo gibt es ein Stadion, da haben sie alte E-Auto-Batterien genommen und haben eine Solaranlage aufs Stadiondach gepackt und die Energie wird gespeichert und dann abends, wenn die Spiele sind, ist dann das Flutlicht sozusagen auch aus Erneuerbaren. Das ist auch eine ganz intelligente Idee. Das klingt super intelligent. Ja, es gibt die tollsten Ideen. Ne? Du musst halt, kleine Gemeinde in Nordfriesland, die musst du uns nochmal aufschreiben, dann kommt die auch unten in die Infobox. Unbedingt, die haben auch schöne Videos dazu gemacht. Ja, das klingt super. Ja, dann werden wir die da verlinken und vielleicht komme ich ja irgendwann mal nach Nordfriesland. Das würde ich mir echt gerne mit eigenen Augen angucken. Unbedingt. Da haben wir auch GreenTech Campus in der Nähe, die machen sowas, was ich vorhin erwähnt hatte, mit Speicherabwärme nutzen und ähnliche Sachen und auch autonomes Fahren und so. Und die versuchen das, untersuchen das auch. Das war auch sehr, sehr spannend. Also da hat man gesehen, es gibt halt die intelligentesten und tollsten Ideen. Liegt eigentlich alles auf dem Tisch, nur was fehlt, ist der politische Mut, das auch umzusetzen. Oder auch der Druck der Lobbys, das nicht umzusetzen, ist auch vielleicht zu groß hier und da. Mann. Aber jetzt haben wir lang und breit über Digitalisierung als Teil des Problems und wie man das Problem kleiner machen kann geredet, aber Digitalisierung kann ja auch Teil der Lösung sein. Das hast du am Anfang schon mal angesprochen. Da würde ich jetzt gern drüber reden. Also ein paar Hinweise sind ja schon im Zusammenhang am Anfang mit der Pandemie gefallen, dass man zum Beispiel weniger pendeln muss, wenn man auch zu Hause arbeiten kann. Und zu Hause muss ja nicht mal zwingend heißen in der Küche oder im Kinderzimmer. Das kann ja auch ein kleiner Coworking Space auf dem Land sein, wo man trotzdem nicht in die City pendeln muss. Oder man kann sich Dienstreisen sparen. Ich glaube, da hat jetzt doch das ein oder andere Unternehmen mitgekriegt, wie ineffizient und wie teuer das eigentlich ist, mal abgesehen vom Klimaschaden. Wenn da irgendwie Leute aus der ganzen Republik innerdeutsch hin und her fliegen, nur für so ein 2-Stunden-Meeting, ich glaube, davon wird es in Zukunft, also ich hoffe es sehr, signifikant weniger geben, weil man ja doch recht ordentlich mit Videokonferenzen arbeiten kann. Inzwischen auch jeder weiß, wie man mutet an der richtigen Stelle. Reduktion von Logistik wäre so eins. Ja, aber da will ich vielleicht ein bisschen Wasser in den Wein schütten. Also rein auch aus einer linken Perspektive, gibt es eben auch die ein oder andere Problematik am Homeoffice. Das heißt, du hast eine stärkere Vereinzelung, du hast nicht die Gespräche nebenbei, die es in der Pause gibt oder ähnliches. Die Leute sind mehr auf sich geworfen und das verhindert auch eine Organisierung beispielsweise. Auch eine gewerkschaftliche Organisierung macht es schwächer. Und deswegen muss man da, glaube ich, sehr aufpassen mit diesem Instrument des Homeoffice und sollte es nicht zu überstrapazieren, weil diese direkte Kommunikation nochmal was ganz anderes ist. Und die Erfahrung habe ich auch gemacht auf den Weltklimagipfeln. Wenn ich jetzt mir vorstelle, ich wäre beim Weltklimagipfel, dann hätte ich die Räume, die einzelnen Panels und würde mich dann einwählen, würde mir das Panel angucken, vielleicht einen Wortbeitrag machen, wird dann weiter. So ist es so gewesen, dass ich auf dem Weltklimagipfel gewesen bin, da Leute getroffen habe, auch zufällig Aktivistinnen getroffen habe, mich mit denen vernetzen konnte, auch beim Café, in der Pause oder so. Das heißt, du hast menschliche Kommunikation funktioniert halt nicht rein digital, sondern menschliche Kommunikation ist halt nochmal ein bisschen mehr, ist auch die direkte Kommunikation. Und das fehlt in diesem Bereich ein bisschen. Und ich glaube, dass man da dann auch vorsichtig sein muss und das schon mitdenken muss. Also das haben wir, glaube ich, auch in der Pandemie gemerkt, wie sehr einem das menschliche Beisammensein auch fehlt und dass man natürlich nicht nur aus der Ferne arbeiten kann, wo immer das möglich ist. Das sollte nicht der Fall sein. Aber bei mir in Fürstenberg im Norden von Brandenburg, da pendeln sehr, sehr viele Leute und eine Stunde ist die reine Fahrzeit. Dann kommt noch so das Geplänkel vorher und hinterher. Die haben also mindestens 3 Stunden Lebenszeit jeden Tag nur für Pendelei und selbst wenn die Bahn fahren. Aber auch da muss man sagen, auch
da ist das reale Problem ja, dass mittlerweile Arbeitsort und Wohnort häufig so weit auseinander liegen. Also hier in Berlin beispielsweise haben wir gesprochen mit Pflegekräften, mit Reinigungskräften, und die haben uns dann gesagt, ja, aber wir sollen für euch putzen, wir sollen eure Angehörigen pflegen, aber hier wohnen dürfen wir nicht, weil wir es nicht leisten können, weil wir keine anständigen Löhne bekommen. Das heißt, da ist auch wieder ein Punkt, wo man eigentlich da auch an die Ursache mit rangehen muss. Ja, da sieht man das sowohl bei Klimakrise als auch bei Digitalisierung, sich die Frage des Sozialen immer wieder stellt. Ja, es überkreuzt. Da habe ich sehr ausführlich mit Katja Kipping in einem anderen digitalen Dialog drüber gesprochen, können wir da unten auch nochmal verlinken. Was ich sagen wollte, war, dass es für solche Leute wie die in meiner Heimatstadt einen Riesenunterschied macht, ob die an 5 Tagen pendeln oder nur an 3. Das stimmt. Das heißt, und wenn sich das dann anders verteilt auf die Woche, die einen pendeln halt Montag, Dienstag, Mittwoch und die anderen an anderen Tagen, dann sind auch die Züge nicht so voll. Sie haben einfach 3 Stunden mehr Lebenszeit an den beiden Tagen. Sie haben aber trotzdem noch den Kontakt mit ihren ArbeitskollegInnen und sind halt nicht so ausgesperrt. Also da gibt es ja, es gibt ja Möglichkeiten, wie man das auch miteinander vereinbaren kann. Was noch ein ganz interessanter Aspekt ist, ist Digitalisierung als Teil der Lösung, wenn es um die Energiewende selber geht. Das ist ja ein Thema, mit dem du dich ganz besonders beschäftigst. Also man muss sich das ja so vorstellen, wir haben jetzt im fossilen Zeitalter quasi eine Energieversorgung gehabt, die sehr zentral ist, zentral auf die Atomkraftwerke, Kohlekraftwerke ausgebaut, und die Industrie ist dem ja auch gefolgt, also in NRW, Bayern, ähnliches. Und mittlerweile haben wir ja 40-50% erneuerbare Energien, und die haben den Charakter, dass sie eher dezentral sind, das heißt über Windparks, aber auch über Solaranlagen selbstverständlich. Und auch das ist ja ein Punkt, wo man das noch verbessern muss, wo wir eigentlich eine Solaranlage auf jedes Dach bekommen müssen, wo das möglich ist. Und wenn diese so dezentral sind, muss es natürlich ein Element geben, was die koordiniert und verbindet. Und das ist, da kommt die Digitalisierung eben ins Spiel. Das heißt, es braucht ein virtuelles Netzwerk, was das koordiniert und was auch in der Lage ist, Energie woanders hin zu schicken. Das heißt, die Energiewende ist immer eine Mischung aus dezentral, nämlich dezentrale Erzeugung und dezentraler Verbrauch, aber auch Zentralität, um Energie dann in Spitzen oder in Flauten an andere Orte in Europa dann auch zu schicken. Und natürlich ist es auch eine Frage, wie machst du es, dass Geräte dann verbrauchen, wenn ansonsten weniger Energie verbraucht wird, beispielsweise in der Nacht, und dann aber auch Energie zur Verfügung gestellt wird, auch über E-Autos beispielsweise, wenn es benötigt ist im Netz. Und deswegen schafft die Energiewende ein ganz anderes Energieregime, als wir es vorher hatten. Also vorher wusstest du, es gibt eine Grundlast und fertig. Und da drauf aufbauen dann immer Schwankungen, je nach Verbrauch. Aber diese Grundlast ist immer durchgelaufen und wir bekommen ein anderes Energieregime, und deswegen brauchen wir so dringend die Digitalisierung da. Und da gibt es auch interessante Sachen, beispielsweise in Schleswig-Holstein. Da gibt es Agenetz, das ist ein virtuelles Kraftwerk. Da haben sich Windkraftanlagen und Solaranlagen haben sich zusammengefunden zu einem virtuellen Kraftwerk, um dann auch an der Börse, an der Strombörse, dort den großen Playern sozusagen Konkurrenz machen zu können. Weil wenn du als kleine Bürgerenergiegesellschaft da nur reingehst, hast du kaum eine Chance oder sehr wenig Chancen. Aber wenn du als großes virtuelles Kraftwerk reingehst, hast du viel mehr Chancen, was eben koordiniert und digitalisiert dann die Energie zusammen zur Verfügung stellen kann. Das heißt, es gibt da ganz, ganz viele spannende Chancen, wie du die Energiewende dadurch voranbringen kannst. Ist ja auch eine Art der Demokratisierung von Stromproduktion, ne? Also selbst, wenn man nicht zum Beispiel jeder seinen eigenen Strom produziert und im Keller den Speicher stehen hat, und so meine Idealvorstellung später, die Häuser überall eine Außensteckdose haben, wo dann fleißig kleine Ampellichter leuchten. Und wenn das grün leuchtet, heißt es, jeder kann sich da bedienen, weil es gerade zu viel Strom da. Und dann kann man da einfach Strom zapfen, vielleicht sogar mit Micropayment auch dafür was bezahlen und trägt dann auf diese Weise über ein Elektrofahrzeug den Strom vielleicht auch von A nach B, weil A viel Strom hat und B wenig. Ja. Also auch das verändert sich ja alles. Ich habe gerade erst gestern von einem E-Auto gelesen,
das auch einen Zwei-Wege-Strom hat. Das heißt, du kannst die Batterie aufladen, du kannst aber auch, wenn du ein Handy leer hast, das Handy am Auto aufladen, wenn das Auto gerade genug Strom hat. Und das fand ich total interessant. Dann hast du und was noch Photovoltaik oben drauf hat. Und das, genau, dieses Auto meinte ich, das mit dem Moos als Filter, was eben auch noch, das ist die perfekte Kombination eigentlich aus all den Themen, über die wir gesprochen haben. Ja, da sind wir auch schon dabei, wenn wir vom Auto und Elektromobilität reden, die ja extrem viel mit Digitalisierung zu tun hat, dass man natürlich nicht haben will, dass wir immer noch Individualverkehr in der gleichen Menge oder sogar mehr haben, nur dann elektrisch. Also das ist ja dann auch keine Verkehrswende, die natürlich mit der Energiewende ganz viel zu tun hat und auch mit der Digitalisierung, sondern wir müssen irgendwie erreichen, dass es am Ende weniger Autos gibt. Ganz klar. Ja, das ist Antikapitalismus pur im Prinzip. Aber es gibt auch Untersuchungen, die zeigen, dass ich mit 80% weniger Autos die gleiche Qualität an Mobilität sicherstellen kann, wenn ich es einfach miteinander teile. Und teilen geht ja auch schlecht im Sinne von, brauchst du gerade ein Auto, sondern da brauche ich digitale Lösungen, die Angebot und Nachfrage dezentral, ohne große Player, einfach untereinander in Peer-Netzwerken klären. Also das sind auch noch große Chancen und das geht ja über Autos hinaus. Ja, selbst wenn ich Bohrmaschinen teile und nicht jeder einen im Keller liegen hat, 99,999% der Zeit, sind das auch gesparte Ressourcen für die Produktion dieser Bohrmaschine. Ne? Ja, man darf ja nicht vergessen, dass Autos durchschnittlich 23 Stunden am Tag stehen und nur eine Stunde bewegt werden. Und die zweite große Dramatik dabei ist, dass von der Kilometeranzahl 50% der Fahrten, die zurückgelegt werden, sind unter 5 Kilometer, 30% sind unter 2 Kilometer. Das heißt, Autos werden dort genutzt, wo eigentlich man viel besser anders vorwärts kommen könnte, nur aus Bequemlichkeit oder vermeintlicher Bequemlichkeit. Und das ist auch noch eine Problematik für unsere Städte, weil Katalysatoren greifen erst bei einer bestimmten Temperatur. Das heißt, viele der Fahrten, die zurückgelegt werden, die werden einfach ohne laufenden Katalysator zurückgelegt, gerade die Kurzstrecken. Mhm. Und der Dreck wird so in die Luft gepustet, ein Aspekt, der häufig vergessen wird. Da sind wir dann am Ende wieder bei Aufbau des ÖPNV und nicht nur den Takt zum Beispiel zu verbessern und das Netz zu erhöhen, sondern meine Vorstellung von ÖPNV, gerade im ländlichen Raum, ist ja sogar, dass es gar keine Haltestellen und Fahrpläne mehr gibt, sondern dass auch da Punkt zu Punkt gefahren werden kann, halt nicht von Uber, sondern von einem öffentlichen Nahverkehrsgefährt, das dann aber die Dienste so anbietet, weil dann brauche ich wirklich überhaupt kein eigenes Auto mehr und das sollte eigentlich die Zukunft sein. Jetzt möchte ich noch mal auf ein anderes Thema zurückkommen. Es gibt ja bei Digitalisierung immer auch gerne so ganz viele Apps und natürlich gibt es auch im Zusammenhang mit Klimakrise total viele Apps. Und da gibt es unter anderem welche, mit denen kann man seinen eigenen CO2-Fußabdruck ausrechnen. Was hältst du denn von diesen Dingern? Naja, also erstmal natürlich finde ich es gut, wenn die sich leisten können, auch auf den gucken, was sie verbrauchen, wie viel CO2 sie emittieren, weil wir wissen ja, dass der CO2-Verbrauch höher ist, je mehr Besitz jemand hat. Die Reiche fliegen halt einfach häufiger und so weiter. Mhm. Aber zum anderen muss man sich da eine Sache vor Augen halten und da erwähne ich mal eine Geschichte. 2004 war es, dass die Konzerne sehr in der Kritik waren wegen Umweltverschmutzung, wegen Klimazerstörung, Shell, BP und andere. Und da haben sie gedacht, irgendwas müssen wir da machen. Und BP hat dann ein Meeting einberufen, hat seine ganzen Thinktanks an einen Konferenztisch geholt. Die haben sich da in den Kreis gesetzt und gesagt, was können wir denn jetzt dagegen tun? Und sie hatten eine absolut geniale Idee. Sie haben diese Idee des ökologischen Fußabdrucks gehabt und haben ins Internet gestellt, das ist eine millionenschwere Kampagne von BP gewesen, den Berechner für den ökologischen Fußabdruck. Weil ihre Idee war, wenn wir die Verantwortung von den Konzernen weghaben wollen, dann müssen wir den Konsumenten, den Individuen sozusagen überstülpen und müssen diese ganze Diskussion
verschieben. Und das ist die neoliberale Idee halt. Jeder ist seines Glückes Schmied. Das ist dann nochmal umgedreht. Also jeder ist der individuelle CO2-Verschmutzer. Jeder muss auf seinen ökologischen Fußabdruck schauen. Und es hat nichts mit dem System zu tun. Es hat nichts mit den Verursachern zu tun. Es hat nichts mit den Konzernen zu tun. Und das ist halt der Punkt, wo wir als Linke halt gegenhalten müssen und müssen sagen, hey, stopp. Es ist das System und eure Idee, das mit Anreizen zu regeln, das mit individuellem Konsumverzicht zu regeln, das hat die letzten Jahrzehnte nicht geklappt und das wird jetzt auch nicht klappen in der Krise. Wir brauchen entschiedene Maßnahmen und Regeln für alle. Also, dass sowas vom British Petrol kommt, hätte man jetzt nicht unbedingt vermutet. Aber na, das Interessante ist, das heißt ja nicht mehr British Petrol, ne? Ah, BP heißt mittlerweile Beyond Petroleum. Das heißt, damit, die haben mit Petrol gar nichts mehr zu tun. Also real schon, ne? Aber ja, vom Image her wollen sie damit nichts mehr zu tun haben. Haben die nicht auch so ein schönes grünes Logo? Richtig, genau. Ihr Logo haben sie auch umgeändert. Ist alles ganz schön gegreenwashed. Das, was man Greenwashing nennt, genau. Allerletztes Thema. Eins würde ich noch gern ansprechen. Und zwar, bei Apps waren wir jetzt quasi schon bei Handys und Dingen, die man da drauf hat. Aber wenn man von Handys redet und wir über auch eine sehr starke, große Bewegung, die weltweit aktiv ist, reden, dann sind wir natürlich auch ganz schnell beim Thema, wie hilft denn Digitalisierung, so eine Bewegung zu organisieren, zu mobilisieren, zu vernetzen? Da gibt es doch Potenziale auch ohne Ende. Also einmal kann man natürlich sagen, Fridays for Future wäre niemals möglich geworden ohne diese Form der Digitalisierung, weil es da Gruppen gibt, Koordinierung gibt, die weltweit Streiks koordinieren, wo man weltweit miteinander diskutiert, wenn man da mal ein bisschen reingeguckt hat, wie das funktioniert. Und das ist total spannend, wie produktiv sie da das Digitale auch genutzt haben und noch immer nutzen. Auf der anderen Seite ist es natürlich auch eine Problematik, wenn das behindert wird, was wir ja in autoritären Staaten immer wieder erleben. Google zensiert meines Wissens für China. TikTok ist ja eh eine chinesische App, wenn ich mich richtig erinnere, zensiert auch. Und da wird mit Zensur versucht, sozusagen das zu unterbinden, eine Vernetzung, die auch mit Digitalisierung funktioniert. Also Aufrufe zu Protesten in autoritären Staaten oder so, wo dann das so weit geht, dass der Funkverkehr sozusagen, der Mobilfunk einfach abgeschaltet wird, damit das nicht mehr möglich ist. Und da muss man sagen, da kann Digitalisierung immer befreiend wirken, aber man muss deshalb umso mehr allen autoritären Tendenzen entgegenwirken, die es aber auch in Deutschland gibt. Stichwort Staatstrojaner. Richtig, genau. Wo man anlasslose Überwachung jetzt sozusagen hat und wo man auf Perspektive eigentlich überhaupt nicht mehr sicher sein kann, wenn man sein Handy rein spricht, wenn man auf dem Handy rumtippt, irgendwelche Texte schreibt, liest jetzt jemand mit oder liest jetzt nicht jemand mit? Und die Frage ist da auch, wer sitzt am anderen Ende? Wer ist in den Sicherheitsbehörden? Sind das Leute, die Reichsbürger sind, in rechtsradikalen Netzwerken sind, die dann Zugriff auf die Handys von Antifaschisten bekommen über die Sicherheitsbehörden? Ja, oder gerne als Ökoterroristen oder Klimaaktivistin. Da sieht man schon, richtig, dass sie kriminalisiert werden. Also da muss man echt, kriegst du ja auch mit. Ja, und das ist eine große Gefahr. Und eben nicht nur eine große Gefahr in autoritären Staaten, sondern mittlerweile auch bei uns. Während den Anfängen kann ich da nur sagen, vielleicht noch als Letztes, ich hatte noch mal nachgeguckt, wie Greta Thunberg eigentlich in den sozialen Netzen vertreten ist. Jedes Mal, wenn man guckt, sind es wieder ein paar Millionen mehr geworden. Also auf Instagram hat sie inzwischen schon 11 Millionen Follower. Und ich glaube, man kann zu Recht sagen, dass wahrscheinlich ohne soziale Netze eine 15-Jährige eine Weltbewegung nicht hätte starten können in der Form. Ja, wir haben sehr, sehr viele verschiedene Themen angeschnitten, die alle irgendwie mit Digitalisierung und dem Klimathema zu tun haben. Wir hätten das noch stundenlang fortsetzen können, aber an der Stelle machen wir mal einen Punkt. Ich sage ganz herzlich danke, Gösta, dass du hier so viele Fragen beantwortet hast. Und sehr gern. Wir werden garantiert in der nächsten Legislatur noch enger zusammenarbeiten, denn für mich soll genau diese Schnittstelle zwischen Klimakrise und Digitalisierung ein Schwerpunkt in der nächsten Legislatur werden. Angefangen haben wir schon damit. Wir haben ja gemeinsam eine kleine Anfrage an die Bundesregierung zu diesem Schnittstellenthema gestellt. Wir haben gehofft, dass die Antwort schon da ist. Sie wurde mehrere Male als verspätet gemeldet. Wenn sie ankommt, wird sie auch unten in der Infobox aufgenommen werden. Da werde ich auch Links zu Gösta mit einstellen, zu seiner Homepage, seinen Social-Media-Accounts,
auch zum Klimaaktionsplan der Linksfraktion, unbedingt, der also wirklich super ist und den es ohne Göster wahrscheinlich in der Form gar nicht geben würde. Ja, und die also vielen anderen Abgeordneten, die daran mitgewirkt ja, haben. Ja, das waren natürlich sehr viele, gar keine Frage. Und wir werden auch das Wahlprogramm der Linken dort euch verlinken, dann könnt ihr da nochmal nachgucken, denn da gibt es auch ein großes Kapitel zur Digitalisierung. Es gibt dort viel Fortschrittliches zu Nachhaltigkeit. Insofern haben wir einen aufregenden Sommer vor uns, hoffen, dass wir alle gesund bleiben, keine vierte Welle im Herbst kommt und unbedingt, wir uns in der nächsten Legislatur wiedersehen. Vielen Dank fürs Zuschauen und bis zum nächsten Mal. Tschüss.